Das ist ja auch nicht. Nicht neben Gabi. Steck dich an. So, wo schön die Mitzeit. Mackermann! Jungs, wo jetzt? Jungs, heute gegen Bund Tor. Heute haben wir eine Chance, nach der letzten Heimniederlage wieder ein bisschen was gut zu machen. Jetzt in der Woche hat Hasenbüren 2-1 verloren. Ich glaube, gestern hat Findorf 3-1 gegen Komet Aster verloren. Wenn wir heute 3 Punkte holen würden, können wir schon mal ein schönes Loch reißen, Richtung Platz 4. Wenn wir aber heute nichts holen, können wir auch nach oben in den Anschluss verlieren. Ja, also soll das ein ganz wichtiges Spiel heute werden. Eure Jungs natürlich arg gebeutelt. Gerade mal so eine Mannschaft voll. Aber oftmals war es ja so, ne, wenn man so zu Auswärtsspielen fährt oder ne, mit dem Rücken zur Wand steht, liefert man meistens die besten Spieler ab. Und daher heute geschlossene Mannschaftsleistung. Ich will gleich ein bisschen was sagen, wie wir uns taktisch verhalten werden. Aber heute werden wieder viele Zuschauer kommen. Und heute Abend das Grillen danach muss nochmal Ansporn sein, ne? Wenn man heute Abend grillt und ein bisschen feiert, dann will man natürlich nicht mehr eine Niederlage feiern, sondern einen Sieg feiern oder zumindest ne, nicht als Verlierer vom Platz gehen. Das sollte unser Ziel sein. Richtig. Sehr gut. Und dann werden wir hinarbeiten. Gut, Jungs, ich werde sagen, wie wir anfangen werden. Eigentlich, die Mannschaft stellt sich einfach alleine auf heute. Was? Wie geht das denn? Also, Markus geht ins Tor. Alter. Ich gehe rein, Rach Rechtsverteidiger, Gabi Linksverteidiger, Kevko und Benny auf der 6. Dich dahinter, davor, Staudi zentral als hängende Spitze, links Schmidti, rechts Aki und Tor volle Spitze. Ich habe es extra so eingezeichnet, dass ihr seht, wenn wir uns defensiv verhalten, nicht im Ballbesitz sind, wie wir hier stehen werden. Ne? Den Gegner könnt ihr hier spielen lassen, egal ob sie mit Libero spielen oder mit Viererkette. Wenn ihr den Ball immer hin und her spielen, lasst sie spielen. Wir werden hier kompakt stehen. Wenn wir in der Defensive sind, mal hier nicht zu tief stehen. Und hier, Tor, eigentlich kannst du auch schon Höhe Mittellinie. Und hier, Schmidti und Aki, noch tiefer. Und dann haben wir hier auf den 20 Metern, wenn ich dann vorrücke mit meiner Abwehr, auf Höhe 16er Kante, haben wir auf diesen 20, 25 Metern schön das Feld eng, können dabei Gewinn erzielen. Und dann einen Konter setzen. Wir brauchen uns nicht totlaufen bei dem Wetter heute, indem wir jeden Ball lang spielen und da hinterher hechten müssen. Deswegen Anspielstation schaffen, bereit sein, den Ball aufzunehmen, Doppelpass zu spielen und als geschlossene Einheit auftreten. Das ist sehr wichtig heute. Und so wie wir das hier gemacht haben, spielt ihr das Einheit und Aki auch schön hier eure Männer zu, hier auf diesen paar Metern eng machen, dann können die nicht Fußball spielen. Wie wollen wir das machen, wenn die mit ihren Leuten da auch hinkommen? Also da dran sein, jeder muss mir euch versprechen, 120% zu geben. Wir werden versuchen nicht zu meckern. Pimmi ist ja auch nicht da. Ich werde auch versuchen, ruhiger zu bleiben, baut euch auf, es kann nicht alles klappen. Aber wenn jeder seinen Einsatz zeigt, seine Aufgaben erfüllt, seine Position hält und seine Zweikämpfe gewinnt, dann müsste der Gegner erstmal ein Tor schießen. Und solange hinten die Null steht und wir im Ballbesitz sind, kann der Gegner kein Tor schießen. Also ganz einfach. Aber Barca steht vor. Auch wenn Markus im Tor steht. Der wird heute die Angriffe einleiten, hat er mir erzählt. Mit seinen langen Abschlägen und Abwürfen. Ja, aller Neuer. Ich erinnere mich Donnerstag auf die Tore, die ich gemacht habe. Mike Ast rein. Das eine Tor war noch nicht gewollt. Bei welchem Training warst du denn? Also ich war auch beim Training. Du warst nur 7 Minuten vom Platz, weil du die Leistung hast. Okay, Jungs. Draußen ist erstmal Paddy mit der 12. Eigentlich Kai und Fernandes habe ich hier draufstehen, aber wer weiß, ob die kommen. Und Flo. Fernandes. Wird gleich noch kommen. Flo oder was? Flo, unsere schwarze Perle, wird auch kommen. Der bringt die Sachen wieder mit. Der will auch wieder angreifen, hat er gesagt. Und dann werden wir noch einen Spielbericht kriegen. Aber dann haben wir wenigstens 2 Leute draußen. Haben wir einen für vorne, für Paddy als Option. Und Flo dann für hinten als Option. Ne? Also Tor, reib dich ruhig auf davor. Was ich gesagt habe, nicht unnütz laufen, nicht zu viele Wege. Aber ne, wenn es nicht mehr geht, sagst Bescheid. Paddy, der brennt auf dem Einsatz. Der macht dann auch mindestens eine halbe Stunde. Und schießt 2 Tore. Tor, 3. Gut, dass du mich korrigierst. Was? Okay, und jetzt ziehen wir uns jetzt um, gehen runter und dann gibt es weiteres. Okay. Au! Ruft keiner nur nochmal.